Hey Leute, Patrick hier. Erinnert ihr euch noch an diese Pop-Arcade-Grinch-Automaten, die ich geschenkt bekommen habe? Wenn nicht, auch egal. Jedenfalls, heute soll es mal um Popeye gehen, weil den hatte ich eigentlich nie auf dem Zettel beim Thema Videospiele, sondern nur als Disney-Charakter im Kopf, der halt Spinat gegessen hat. Was aber offensichtlich auch überhaupt nicht stimmt. Wer lässt seine Fäuste fleißig fliegen? Popeye! Wer haut zu, dass sich die Balken biegen? Popeye! Wisst ihr denn auch, warum er auf Draht ist? Weil sein Geheimrezept Blattspinat ist. Wer hat viel Musik in seinem Schwinger? Popeye! Wer hat Dynamit im kleinsten Finger? Popeye! Aufgepasst, ihr daheim! Jetzt ist Popeye-Time! Jedenfalls brachte kein geringerer als Nintendo 1982 die erste Videospieleverwertung für Arcade-Automaten. Selbst Mario- und Zelda-Schöpfer Shigeru Miyamoto war beteiligt, noch bevor er sich mit Donkey Kong an sein erstes eigenes Spiel wagen sollte. Und jetzt super nice to know an dieser Stelle, dass Nintendo Popeye & Co. eigentlich für das danach entstandene Arcade-Spiel Donkey Kong verwenden wollte. Dies aber an Lizenzrechten scheiterte. So musste man eigene Charaktere erfinden, was wiederum die Geburtsstunde von Donkey Kong selbst, aber auch von Super Mario und Pauline war, die später zu Prinzessin Peach wurde. Aber zurück zu Popeye. Das Spiel ist für seine Zeit und Arcade-Automaten typisch sehr simpel. Ihr sammelt als Popeye heruntergefallene Gegenstände ein, dabei werdet ihr von Pluto beschossen und ab und an von einem Raben verfolgt und müsst diesen ausweichen. Ihr könnt auch schlagen, dagegen allerdings nicht springen, was wiederum Pluto kann, um euch das Leben zu erschweren. Mit euren Schlägen könnt ihr die Geschosse, die auf euch abgefeuert werden, sozusagen abwehren, Pluto aber nicht vermöbeln, es sei denn, ihr sammelt das allseits bekannte Spinat ein, das euch für kurze Zeit Superkräfte verleiht. Da Popeye, wie gesagt, von Nintendo entwickelt wurde, war es auch eines der drei Launch-Titel für das damals nagelneue Nintendo Entertainment System von 1983, oder kurz NES. Danach spielte Popeye aber, ja, videospieltechnisch eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Vielen Dank, du brachtest uns zum Lachen. Popeye, du sollst für uns noch mehr Späße machen. Popeye, alle warten daheim auf die nächste Popeye-Time.